Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, wieder eine Infofolge, denn es hört einfach nicht auf, es bleibt weiter spannend, immerzu gibt es Neuigkeiten, Events, sonst was hin und her, Niantic lässt uns keine Ruhe, jetzt gibt es wieder neue Infos zum Meltan und zum nächsten Community Day und deshalb schauen wir mal kurz hier rein, was es da Neues gibt. Es gibt Neuigkeiten zum mysteriösen Pokémon Meltan, diesmal wird bekannt, dass Meltan eine Entwicklung besitzt, Melmetal. Melmetal benötigt 400 Meltan-Bonbons, um es zu entwickeln. Ebenfalls kann Melmetal eine neue Stahlattacke Panzerfäuste erlernen. Wie ihr es also schon gewohnt seid von Carbador, was 400 Bonbons braucht, oder auch Wablu oder Weilmar, wird also Meltan auch 400 Bonbons brauchen, was ich richtig cool finde eigentlich, damit man es nicht einfach direkt so entwickeln kann nach 2-3 Fängen, sondern da wirklich ein bisschen sammeln muss. Und es gibt auch ein neues Video wieder von Professor Eich und Professor Willow. Und wir schauen jetzt mal in das neue Video rein, Kapitel 3 zu Meltan. Na, Willow, haben Sie einige Exemplare von Meltan gefangen? Ich sitze schon am Entwurf unseres Forschungsberichts. Was soll ich sagen, Professor? Sehen Sie selbst. Oh, Junge, das sind ja Unmengen. Da es so viele sind, konnte ich mehr über ihre Lebensweise herausfinden. Meltan scheinen instinktiv Metall zu schmelzen und zu absorbieren. Sogar meine Forschungsinstrumente haben sie eingeschmolzen. Wie putzig. Das ist nicht zum Lachen. Ach ja, außerdem scheinen sie einander von Natur aus assimilieren zu wollen. Könnte es sein, dass... Nanu? Etwas stimmt mit den Meltan nicht. Was passiert hier? Was ist los? Willow? Was ist los? Was geht bei Ihnen vor sich? Die Meltan haben eine andere Gestalt angenommen. Was sagen Sie da? Sehen Sie. Das kenne ich doch aus dem Buch. Zweifel, das muss Melmetal sein. Melmetal? Was ein Brocken. Die Meltan haben sich entwickelt. Ja, ganz recht. Wenn sich einzelne Meltan immer wieder miteinander vereinen, entwickeln sie sich irgendwann zu Melmetal. Eine sagenhafte Entdeckung, Professor Eich. Willow, ich möchte dieses Melmetal so schnell wie möglich in meinem Labor untersuchen. In Ordnung. Ich schicke es Ihnen sofort rüber. Los, Melmetal. Halt, nicht so schnell, Willow. Die Vorbereitungen sind doch... Ich sagte doch, dass die Vorbereitungen noch nicht... Oh, hoffentlich ist alles okay. Das kommt von Professor Eich. Sieht aus, als wäre Melmetal sicher beim Professor angekommen. Das nenne ich Forschungsarbeit der Extraklasse. Oh, willst du etwa bei mir bleiben? Oh, ist das süß! Was für Pokémon wohl als nächstes auf uns warten? So gelang es den beiden berühmten Pokémon-Professoren, das Geheimnis von Meltan und Melmetal zu lüften. Vielleicht hast auch du bald die Gelegenheit, Meltan kennenzulernen. Jo, das war also der dritte Teil und wahrscheinlich der letzte Teil von Professor Eich und Professor Willow. Ziemlich nervig natürlich, dass permanent diese Untertitel jetzt da drunter standen und immer wenn der Meltan gesagt hat, stand da einfach dort Eltern, wenn sich deine Eltern vermischen und bla bla bla. Aber das war natürlich noch nicht alles, denn der nächste Community Day steht auch wieder in den Startlöchern und der ist gar nicht mehr so lang hin, sonst war da immer ein Monat dazwischen, aber der nächste ist schon Anfang November, nämlich glaube ich am 10. November und es wird Feuerriegel sein, wie ihr hier an diesem schönen Bild sehen könnt. Diesmal gibt es also sogar zweifachen Sternstaub für das Fangen von Pokémon und zweifache Erfahrungspunkte. Bisher gab es ja entweder Sternstaub oder Erfahrungspunkte, jetzt beides kombiniert. Finde ich richtig klasse, da kann man noch ein bisschen leveln. Wer noch nicht 40 ist oder wer seinen zweiten Account ranzüchten möchte, darf man ja gar nicht, aber trotzdem. Ihr seht nochmal also 10. November, 11 bis 14 Uhr.
Und es wird natürlich wieder eine Exklusivattacke geben. Darüber weiß man jetzt noch nichts. Natürlich gibt es wieder Shinies. Also geht man mal von aus, müsste ja so sein. Ihr seht hier natürlich auch noch vom letzten Community Day, als Tarnell da war, etliche Bilder, da Leute immer, hier ein richtiges Nest, einfach alles auf einem Haufen, wie sie alle ihre Metacross entwickelt haben. Und finde ich immer cool gemacht, diese Community Days, die schweißen halt zusammen, es macht richtig Spaß immer mit den Leuten da unterwegs zu sein. Aber ja, es war eigentlich also schon klar, dass Feurige kommt, weil die ja immer jetzt einen Starter gebracht haben, zwischendurch ein anderes und dann wieder einen Starter. So müsste also im Januar spätestens dann Kanimani kommen, heißt das so? Genau, Kanimani müsste dann also kommen im Januar. Das ist der letzte Starter natürlich dann von der zweiten Generation und... ganz interessant, was kommt dazwischen im Dezember? Da wird es wieder was anderes geben, aber da gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel Bummels, Kindwurm, Machollo könnte vielleicht auch mal kommen. Ich gehe mal davon aus, dass es Bummels sein wird, würde mich aber natürlich über Kindwurm am meisten jetzt freuen, aber das hat wieder andere Gründe, die ihr demnächst noch sehen werdet. Ich weiß gar nicht, wo ich die Videos alle hinpacken soll. Das war's aber auf jeden Fall für heute. Freut euch schon mal auf die neue Spezialforschung dann, wenn die Ende des Jahres kommt mit Meltan. Freut euch auf den nächsten Community Day und gebt noch eure aktuelle Halloween-Spezialforschung an. Weil die ist ja auch nicht mehr so lang verfügbar, bis zum 1. November, glaube ich, geht das alles. Und wir melden uns erstmal zurück, wir melden uns jetzt hier ab, meine ich, also wir melden uns irgendwann zurück. Und deswegen Peace out, Vorhaut, euer Ramses, bis zum nächsten Mal.